Du hast uns deine Lebensgeschichte erzählt und ehrlich gesagt hat sie mich sehr beeindruckt. Was sagst du jemandem, der dich fragt, warum lässt Gott so etwas zu? Let something like this happen. There is a very bad teaching in Christianity. Christen vermitteln leider oft etwas sehr Schlechtes, dass Gott diesen Schmerz verursacht. Aber was ich glaube ist, dass Gott alles verändern kann. Gott beruft immer wieder Erwachsene, um gerade alleingelassenen Kindern zu helfen. Doch viele Erwachsene hören nicht zu. Gott zwingt uns nicht zuzuhören und fragt jemand anderen. Ich glaube nicht, dass Gott der Grund ist, weshalb ich durch diese Zeit gehen musste. Aber ich habe es zugelassen, dass Gott mich dadurch zu einem besseren Menschen gemacht hat. Kannst du uns erzählen, wie deine ganze Geschichte deinen Glauben und dein Leben mit Jesus beeinflusst hat? Ich wurde in ein Waisenhaus gebracht, als ich 3 Jahre war und bin dort 14 Jahre gewesen. Als ich ein Teenager war, war ich innerlich sehr wütend und bitter. Doch durch verschiedene Umstände habe ich Jesus eine Chance gegeben. Und er hat mich unglaublich verändert, vom ersten Tag an. Aber es war ein Prozess. Ein Teil des Prozesses der nächsten 4 Jahre war, zu vergeben. Ich musste denen vergeben, die mich am meisten verletzt haben. Vergeben ist nicht verleugnen, es ist nicht rechtfertigen, es ist nicht entschuldigen. Vergeben ist frei werden, den Schmerz und den Zorn loslassen, dass sie dich nie wieder verletzen können. Und seitdem ich wirklich ehrlich den Menschen vergeben habe, die mich in meiner Kindheit am meisten verwundet haben, bin ich nie wieder zornig oder bitter gewesen. Gott hat mich von meinem Ärger, meiner Rachsucht, der Bitterkeit und der Hoffnungslosigkeit befreit. Ich wäre sonst immer nur der Junge aus dem Waisenhaus geblieben. Aber er hat mich befreit, damit ich der Mann werden kann, den Gott in mir sieht, wenn ich ihn nur machen lasse. Crosschannel.de. Es geht auch anders.